Menschen, Ereignisse, Geschichte. Das MDR Kultur Kalenderblatt. Vor gut einem Monat, da widmeten wir hier ihm auch schon ein Kalenderblatt, weil er seinen 75. Geburtstag feierte. Es ging um Winfried Glatzeder. Heute kommt er wieder in unserem Kalenderblatt vor. Es geht nämlich um die Premiere von Till Eulenspiegel vor 45 Jahren. Aber in diesem Film übernahm der Schauspieler Glatzeder die Hauptrolle. Unser Kalenderblatt von Thomas Hartmann, gelesen von Conny Wolter. Till Eulenspiegel ist zum Tode verurteilt worden. Doch auf dem Weg zum Galgen zeigt er sich erstaunlich entspannt. Er jongliert, springt herum, amüsiert sich und das schaulustige Publikum. Gemeinsam mit einem weiteren Todgeweihten beim Henker angekommen, erbittet er vom anwesenden Kaiser die Gewährung eines letzten Wunsches. Es ginge nicht um Leib und Leben, nicht um Gut und Geld. Der Kaiser verspricht, Eulenspiegels Wunsch zu erfüllen. Leichtfertig. Wenn wir nun gehangen sind, sollt ihr Majestät kommen, 7 Tage lang jeden Morgen und alle eure Räte und der Herr Bischof und sollt uns nüchtern auf den Arsch küssen. Ihr seht, das ist ein geringes Ding und kostet euch keinen Pfennig. Auf den Arsch. Kein Bedarf. Aber Wort ist Wort. Der einzige Ausweg, die Hinrichtung abblasen. Wieder einmal hat Eulenspiegel die Mächtigen reingelegt. Mit einer lebensrettenden List. Das Eulenspiegel-Projekt beginnt mit Christa und Gerhard Wolf, die legendäre Figur zum Helden einer Filmerzählung bestimmen. Für Regisseur Rainer Simon: Ein Stoff, von dem ich dachte, das ist das, was ich machen will. Ein großes Thema, eine große Figur. Die Filmerzählung der Wolfs war ein Riesensittengemälde am Vorabend des Bauernkriegs in 2 Teilen. Sehr interessant, sehr spannend, aber auch sehr episch. Das Problem, die DEFA kann den Stoff so nicht umsetzen, kann es nicht und will es wohl nicht. Politische Gründe mögen eine Rolle gespielt haben, aber andererseits wäre dieser Film wirklich schwer zu machen gewesen. Er war viel zu groß. Ergo überarbeiten Simon und sein Regieassistent Jürgen Klaus das Material, binden das Volksbuch stärker ein und bringen nach allerlei Scharmützeln hinsichtlich der politischen Ausrichtung den Film im Mai 1975 ins Kino. Hast du keine Furcht? Weder vor Gott noch vor dem Teufel. Ich bin der wilde Kunz. Till Eulenspiegel. Simon zeigt nicht nur einen Eulenspiegel, der Würdenträger aller Art mit Hohn und Spott überzieht. Er zeigt obendrein, wie die Mächtigen dieses Ausnahmetalent des Scharfsinns für sich gewinnen wollen. Ein Bemühen, das zum Scheitern verdammt ist. Eulenspiegel fügt sich nicht in die Ordnung eines anderen. All das bringt Simon auf die Leinwand. Es muss eigentlich um Gegenstände gehen, die mich persönlich bewegen. Es müssen in diesen Stoffen Fragen enthalten sein, für die ich selbst keine Lösung weiß, über die ich selbst mit meinen Filmen öffentlich nachdenken möchte. Auf die DDR-Bürger von 1975, das zwischen den Zeilen lesen gewohnt, übt dieser Film einen großen Reiz aus. Denn die angeblich so historische Legende lässt sich mit Leichtigkeit in die Gegenwart übertragen. Und wer sich auf die avantgardistischen wie rohen Elemente des Films einzulassen versteht, der dürfte den Reiz dieses Films heute genauso verspüren wie vor 45 Jahren.